Momentan läuft ein SEK-Einsatz, und zwar im brandenburgischen Vieritz. Und das seit inzwischen auch schon vielen Stunden. Am Morgen ist ein gepanzertes Fahrzeug der SEK dort angerollt. Die Polizei, die versucht, einen bewaffneten Mann zu stellen, der sich in einem Haus verschanzt hat. Er habe zunächst ein Kind bei sich gehabt. Später gelang es der Mutter aber, mit dem Kind zu entkommen. Dabei soll auch ein Schuss gefallen sein. Bisher bestehe kein Kontakt zu dem Mann. Auslöser war wohl ein Beschluss des Amtsgerichts wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung. Die Polizei, die forderte die Anwohner der Straße nun auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Das Dorf Vieritz ist abgeriegelt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.